So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Damier 1998. Ich schneide gerade im Hintergrund, sich gerade. Mal gucken, ob alles funktioniert soweit. Ja, es funktioniert. Und so, wir stehen hier vor diesen Laborrätseln noch davon. So, und jetzt habe ich überlegt, nutzen wir doch einfach mal irgendetwas aus, was wir eigentlich so brauchen. Oder trinken wir einfach mal, ich weiß es nicht. So, ach so, warte mal. Genau, die Waschmaschine ist ja immer noch an, wa? Himmel. So, Submarine, brauchen wir U-Boote? Haben wir U-Boote? Digga. So. Heli, das ist da, wo wir gerade gelandet sind. Kontrollraum wäre natürlich echt wünschenswert. Labor würde ich auch fast sagen, oder? Labor würde ich auch fast behaupten. Weil da soll ja irgendwie, da brauchen wir auf jeden Fall Strom. Ich gehe mal davon aus, was das hier, weiß ich nicht. Ich versuche jetzt mal so die Logik dabei einzuhalten hier. Kontrollroom, würde ich sagen, brauchen wir auch. Rezeption ist nicht ganz so wichtig. So. Oh. Scheiße. Kacken. So, warte noch mal. Warte mal, dann machen wir es anders. Helipad. Weiß nicht, ich hätte den aber eigentlich. Upsi, pupsi. Wutsch, wutsch, wutsch. Oh, warte. Ich hätte jetzt, wenn es auf einmal irgendwie. Server Room, definitiv. Security Room. Damit hätten wir alles voll. Lass es mal probieren. Oh. Das hatte ich mal bei Dings. Bei Life is Strange, da sollte ich auch. What the hell are these things? Oh. Bei Life is Strange hatte ich das mal gehabt. Da sollte ich ein Rätsel im Zimmer lösen. Und das war da irgendwo markiert gehabt gewesen. Dann habe ich mich vertippt, tatsächlich. Und weil ich mich vertippt hatte, hatte ich. Jetzt brauche ich meine. Weil ich mich vertippt hatte, ja, da hatte ich es aufgeschrieben, weil ich das vertippt hatte, bin ich tatsächlich weitergekommen. Habe ich das geöffnet. Mein richtiger, was ich gedacht hatte, der Code, war vollkommen verkehrt. Was war der Labor-Fritzel? Warte mal, ich glaube aber mal, sollten hier ein paar mehr Leute Jungs auf uns zukommen. Ah! Hier ist keiner mehr. Noch. Brains. Tasty brains. Stars. Ah! Machst du dich ganz Entfernung? Okay, wenn jetzt alle mit einem Schuss umkippen, ne? Dann glaube ich, sollten wir den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Hey! Bist du tot oder lebendig? Hier, der hier auf jeden Fall nicht mehr. Der hat gerade so eine Gaspuddel gefressen. Oh mein Gott. Hoppi, hoppi. Warte mal, ich probier's aber mal aus und schieß mal gleich so einen Zombie, wenn er irgendwie auch wach wird im Fuß. Wenn er denn tot umfällt dadurch. Weiß ich, wir sollten dann den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Du siehst doch aus, als würdest du gleich aufstehen. Der sieht doch total danach aus, ne? Er sieht total so. Ja, dreh dich mal um, mein Freund, und dann stehe ich auf und fresse dich. Warning, Stromausfall erkannt. Frachtbereich darf manuell wiederhergestellt werden. Wiederherstellung starten. Yes, das ist genau das, was wir eigentlich machen. Damit der Hubschrauber landen kann, ja? Da drinnen. Wir können da nicht von draußen reingehen. Wir müssen da wirklich in der Werkstatt drin landen. Alles klar. Ups, hey, Sandman hier. Ja. The external bulkheads are opened up.
Head back to the cargo bay and activate the freight elevator from there. Over. Okay, das bringt ihn jetzt nicht unbedingt um. Er musste auch vorher überlegen, so, falle ich jetzt oder nicht? Ich fühle mich so ein bisschen... unwohl. Ich finde, das Laufen ist einfach realistischer, ne? There's something down below. It looks like a huge submarine with markings that resemble biohazard symbols and... Oh. Could the flag really be Japanese? Focus on the mission, Agent. I don't care what titter-ridden cow curdles the milk those pasteurizing big shots call us in to mop up. Time is running out. Get your ass on the objective. Over. Okay, aber das hatten wir doch gelesen. Warum wundern wir uns denn darüber so sehr? Oh! Oh, hey, Digga. Ich dachte, ich hatte in den Kopf geschossen. Okay, darum geht es hier wohl nicht. Nach Kopftreffer. Okay. Der Hubschrauber macht auch ganz viel. Ich wollte sagen, Digga, willst du mich rollen? Will hier noch irgendjemand aufstehen? Ha? Ha? Oh ja, tatsächlich. Ach du Scheiße. Ein Majazin. Das steht bestimmt da leer auf. Hey, meins. Meins. MG. Munition. MG-Motivation. Wird mir hier nicht was verladen? Warte mal, ich will mal gucken, ob es wirklich... Ja, warte, natürlich, diese Munition. Das wird als MG bezeichnet. Und eine MP5. Das ist doch definitiv eine MP5-Munition. Oh, hi. Ah, die brauchen ein paar mehr, ne? Sonst merken die nichts, so, ne? DF to Mission Control. Elvis has left the building. Understood. We'll take it from here, Agent. If the weather gets any worse, we might experience calm interference. Die laute Hupe, ich schwör, ist alles laut. Alles laut. Over. Für deinen Weg ins Labor. Das ist alles laut. Kein Wunder, dass die Zombies dabei wach werden. Dann würde sogar ein 100 Jahre alter Toter wieder wach werden. Oh, guck mal, hier liegt noch Motivation. Manchmal muss man öfters mal besser hinschauen, ne? Lass mal bei der Pistole schießen. Okay. Ins Laboratorium. Wo machen wir das hier? Okay, das ist, glaube ich, die Quarantänepuste. Und soll uns von allen möglichen Viren entfernen. Okay. Hallo. Ist irgendjemand zu Hause? Tada! Okay, kann man was? Ach, komm schon.
Naja, wir werden die sicherlich irgendwie finden. Biohazard. Ah, muss ich den abknallen? Das ist ein Kollektor. Alles klar, voll Resident Evil. Digga. Voll Nacken geschossen. Ei, das hat gezwirbelt wahrscheinlich, wa? Das mochte er nicht so ganz haben, so ein Nackenklatscher. In seine Glatze rein. Okay, wir wissen natürlich das Passwort nicht. Ich brauche ein Überbrückungskabel, um das zu hacken. Ja, da hast du welche. Auch wenn einige Türen mit Schiebschächten durch Wilhelm verschlossen sind, können sie daran seltene wertvolle Ressourcen befinden. Es ist möglich, Systeme zu hacken, wenn der Tablet funktionieren könnte, benötigst du das Überbrückungskabel. Um dich erfolgreich ein System einzuhacken, musst du beide Balken an, während sich in einem Kästchen befinden. Alles klar, sollte doch machbar sein, oder? Aber nimm mal das zweite Ding auch mal mit, Kollege. Mal nochmal nachgucken, ob da nicht da irgendwer einer ist, der uns irgendwie essen möchte. So. Hackbar war ja. In welchem Kästchen müssen... Was? Beide gleichzeitig? Willst du mich verarschen? Das sieht ja verwirrend aus. Ich dachte, ich kann das so Step by Step machen. Ja. Fehler. Ey, Digga! Ey, Digga, ich hab drückt noch. Warum? Hä? Was? So, nochmal. Komm, mach. Was? Ach so! Ich hab das noch nicht mal die... Gib mir noch mal eine Möglichkeit, das erstmal zu verstehen. Wow, das sieht nach... Wuh aus. Liegen hier noch irgendwelche übrigens Kabel rum? Hier ist eine Medizin. Nimm einfach mit. Nimm mit! Oh. Okay. Hui! Chamber. Okay. Schade, dass mit dem Kabel. Ich hätte es gerne nochmal. So ein paar Versuche nochmal neu gestartet, irgendwie. Klar. MG5-Dings-Munition. Und wieder was zum Lesen. Dieses Spiel, 13 Seiten zum Lesen. Sag mal, träumt ihr? Ja, um sich in die Story reinzufixen, ne? Aber... Stellt euch mal vor, ich müsste diese 13 Seiten alle komplett durchlesen. Da bin ich doch die ganze Aufnahme beschäftigt. Eine Aufnahme nur mit Lesen. Ja, man müsste sich die Story durchlesen, damit man es überhaupt irgendwie feststellen kann. Eigentlich müsste ich das lesen und ich müsste es rausschneiden, tatsächlich. Biohazard. Fallen. Irgendein Stück Fleisch. Hier müssen wir wohl wieder durchhacken, wa? Ich musste erst Pullux holen. Probably has to do with the chamber's cooling system. Wieder. So. Wartung erneuern Aufnahme. Mittlerweile sind sie meine häufigen Gerüchte, Gesuche, höchstwahrscheinlich überdrüssig, aber ich muss darauf bestehen, dass das Wartungsende der Temperatur der Aufnahme unmittelbar in Ordnung gebracht wird. Das System sollte eigentlich automatisch eingeschaltet werden. Spätestens muss gleich zur Arbeit noch Lufttemperatur gewissen schnell errichtet werden. Stattdessen muss ich jemanden Leuten hineinchecken, damit alle 6 Stunden Terminal außerhalb des Raumes des Stickstoffes manuell geregelt aktiviert kann. Um weitere Unannehmlichkeiten bitte ich Sie, Ihren Verantwortlichen als Manager nachzukommen, das System ordnungsgemäß zu betreiben und
bitte unbedingt einen weiteren Techniker zu schicken, der diese verdammte Maschine repariert. Ich bedanke mich vom ganzen Herzen für die Unterstützung. Dr. Jeremy Falk. Okay. Dr. Jeremy Falk. Okay, Pullux. Das ist irgendwie kein schönes Bild. Das sieht irgendwie nicht aus, als wäre es aufgenommen. Okay, ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dadurch, dass wir jetzt hier nicht reingekommen sind, verpassen wir hier irgendwas voll Wichtiges. Wie war das nochmal? Tab, ne? So. Und wie kamen wir nochmal weiter in der Reihenfolge der ganzen Geschichte? Mit FFF, eine Navigation, Tabwechsel, genau. Da kommen wir nicht rein. Das Ziel steht ja nicht drauf, ne? Not data. Not data, por favor. Na? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Ich habe da irgendwas nicht mitbekommen, irgendwie, ne? Irgendwie habe ich da was nicht mitbekommen. Wo steht denn das? Upsi. Ja, da steht das nicht. Huch. Muss man sich den ganzen Shit nochmal wieder durchlesen, da man... Das ist diese Technikergeschichte. No data, no data, no data. Das ist der Check. Okay, aber irgendwie ist das nicht so wirklich... Vielleicht sollte ich mal zum PC gehen, einfach nur. So. Verwenden, jawohl! Oh, F. Was? Das ist schon wieder so ein Rätsel, ha? Huh? Was? Oh. Wie haben wir das jetzt verändert? Aha. Also wir müssen Energie ableiten von dem, was hier ist. Wir können gar nicht mehr ableiten. Aber kann man die nicht weiter erledigen hier? Hm. Hä? Oh, jetzt passiert da was. Nee, das ist...
Man kann ja nicht. Die. Ach so! Ist das jetzt so, dass ich die Energie da reingebe und woanders zur Verfügung zu stehen habe? So wie hier? Und dann gebe ich sie hier wieder ab? Und, warte mal, das muss ich mal ausprobieren. Warte mal, dann gebe ich. Warte mal, ich gebe sie mal. Hier, warte mal. Wo? Ja. Ja. Oh! Okay. Habe ich sie da drinne? Hä? Nee, kann ich ja nicht mehr minus nehmen. Ich muss diese Temperatur jetzt irgendwo wieder abgeben. Nee. Das heißt, ich muss irgendwo muss ich zupacken. Das heißt, aber wo? Warte mal. Das ist ja ein Kack-Rätsel hier. Warte mal. Warte mal. Ja. Au. Nein, das wollte ich nicht. Warte mal, so würde ich das machen. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich das doch so machen. Warte mal. So. Voll schwer, finde ich. Ich finde das super schwer. Die Frage ist, was brauchen wir denn? Plus oder Minus? Warte mal. Ups. Ah? Nee. Also zumindest habe ich ja schon mal verstanden, dass man hier die Dinge umteilen kann. Das ist ja schon mal gutes Verständnis, oder? Also da bin ich schon mal echt brillant dabei. Also umso mehr, umso weniger. Hä? Weiß nicht. So. Weiß nicht. Irgendwie. Hätte ich das jetzt so vermutet. Geht ja nicht. Ich kann jetzt nur wegpacken. Oh, was habe ich ge... Oh. Was habe ich gemacht? Ja. Was habe ich denn gemacht? Oh je. Was?
Ich weiß nicht. Der Tyrant. Ja. Ein Glück, jetzt ist vorbei mit der... Okay, da kann... Wir können hier rein. Jetzt wieder ein Rätsel, was? Nein, wir haben uns eingesperrt in diesem... Pulsampulle. Liev to Mission Control. PLX-731 sample secured. En route to second helipad for extraction. Do you copy? Good job, Agent. But I'm afraid I have some bad news. The objective of this operation has been updated. Agent Krycek and Wes have disappeared, and until they've been found, we can't allow you to leave the building. Your new objective is to complete the mission of the Epsilon team, and download all the research data on your DID. Please confirm status update. Over. New objective confirmed. On my way. Over. Sure. I'm just a war dog, after all. Wow, jetzt, oh. Boah, voll in die Fresse. Das Blut. Einmal Graffiti an die Wand gesprüht. Blutgraffiti an die Wand. Oh, schöne Duschen. Ja. Wenn man da nicht so wenig mit Schwefelsäure duscht. Hallo. Was ist hier drin? Nee, hier ist nichts, ey. Ausdauerflüssigkeit, das hört sich ja ekelhaft an. Versperrt? Dann haben wir das versperrt. Okay. Eine kleine Kabine der. Can anyone hear me? This is Agent Crane. An unidentified subject. Hostile. Protective hazmat clothing. He just shot at me. I think I heard him. Proceed with extreme caution. He is armed and deep. Crane, can you hear me? Crane! Okay. Bis hierhin haben wir es ja geschafft. Lad. Er lädt gerade. Bestimmt ist der Team weggegessen worden. Ich glaube, das ist auch erst so das Intro quasi, was wir hier gerade spielen. Zwei, ich liebe es ja immer, wenn Fahrstühle zwei Eingänge haben, ne? Man guckt immer zum Verkehrten. Okay. Was ist denn das? All systems active. Warum? Aha. Was denn jetzt? Warum? Da können wir ja nicht mehr mit dir raus. Ach, scheiße. Da müssen wir... I absolutely have to recover those samples somehow. Ja. Sandman, do you copy? I found West's body. Looks like he was shot to death. No sign of Krycek yet. Can you hear me? Can you hear me? God damn this cock-sucking storm! Scheiße, Tür geht nicht auf. Greift mich gleich an. Bei Resident Evil wird die jetzt aufgestanden. Ich frag mich, wenn so viele Sicherheitsagenten hier sind, ne? Digga. Warum haben die keine Waffen? Munition ja, Waffen nein. Haben die gewohnte Munition geworfen? Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Was wir anstatt diese Probe reintun, damit wir...
Alter, das war dieser verkackte Scheiß-Schatten. Ich denke, hier greift gerade ein Arm aus der Tür. Ja, das müssen wir uns einfallen lassen. Was packen wir rein anstatt der Probe? Okay, wir brauchen fucking Überbrückungskabel. Und das, liebe Leute, das finden wir in der nächsten Folge raus. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.